drüben auf der anderen Seite und dann spielst du immer Cross und ich immer Long Line. Du spielst immer Cross, also pendelst zwischen Vorhand und Rückhand hin und her und ich genauso. Und erstmal relativ locker. Man sieht schon bei den ersten Schlägen, also mit einer Anfängerkurve, kann man das zwischen Vorhand und Rückhand hin und her und nicht genauso. Und erstmal relativ locker. Also man sieht schon bei den ersten Schlägen, also mit einer Anfängerkurve kann man das garantiert nicht machen. Also die sollten schon eine gewisse Tennistechnik haben, dass sie überhaupt die Zielkorridore erreichen. Ich spiele Cross. Dadurch, dass ich jetzt ja Cross spiele, kann ich jetzt ihm da drüben das. Du spielst Cross. Dadurch, dass er Cross spielt, kann er mich unheimlich laufen lassen. Wenn du jetzt kurze Winkelbälle spielst, muss ich ja weitere Wege oder längere Wege gehen. Das heißt, damit muss ich ja anfangen, meine Wege nicht mehr entlang der Grundlinie machen, was viele sehr gern machen. Ich muss sagen wir mal, meinen Weg abkürzen zum Ball. Sonst stehe ich echt relativ schnell im Sauerstoffzelt. So, was ich auch festgestellt habe, ist im Laufe der Zeit diese Übung, da haben die Leute immer sicher 100 Präzision her. Was ich auch festgestellt habe, ist, sagen wir mal, beim Einspielen, da spielt man ja eher aus dem Stand raus. Und wenn man dann mal eine Übung macht aus der Bewegung raus, dann war das immer eine Katastrophe, habe ich gefunden. Die haben die Bälle nicht mehr getroffen, da hat ja gar nichts mehr gestimmt. Und dann habe ich dann angefangen, mal diese Übung so ein bisschen einzubauen und habe dann, wie gesagt, festgestellt, dass dann, sagen wir mal, auch der Schlag aus der Bewegung raus dann in der Zeit auch besser wird, weil sie eine Aufgabe haben. So, dann kann man das Ganze noch spicken mit weiteren Aufgaben, indem man dann den Leuten sagt, die jetzt Longline spielen, guckt, dass ihr diejenige, also die andere Seite mit so viel Druck wie möglich macht. Damit die andere Seite, die Cross spielt, ihren Vorteil nicht ausspielen kann. Was ich auch festgestellt habe, ist, wenn die Leute dann
zum Laufen zu schlagen, dann schlagen die den Ball und stehen dann nachher auf dem Nebenplatz. Und der Gegner hat dann das ganze Feld frei. Da sind wir dann praktisch die Beinarbeit hier schlagen, Schritt und dann wieder zurück. Das ist ganz offensichtlich, dass sie da was dran arbeiten müssen. Was man dann noch sagt, wenn man auch noch fest, was man auch festgestellt hat, ist, mit der Zeit haben dann diejenigen, die Longline gespielt haben, gemerkt, dass wenn ihre Bälle nah an die Grundlinie kommen, dass dann der Crossspieler die größten Schwierigkeiten hat. Okay, wenn jemand andere zwei nochmal probieren wollen, sehr gerne. Ja, wir haben gestern nochmal die Übung gemacht mit zwei, die haben, glaube ich, mittlerweile LK 6 oder 7. Und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt machen wir die Übung, weil sie so anstrengend ist. Und die haben wir dann so circa 20 Minuten gemacht und es kamen so tolle Ballwechsel raus, also die haben dann voll Gas gegeben, danach war ich platt. Da musste ich dann erstmal unter Sauerstoffzelt. Mir hat also richtig Spaß gemacht. Ich habe auch gestern noch mal eine Damenmannschaft gehabt. Die habe ich dann auch gefragt, wie sie denn so die Übung finden. Da waren geteilte Meinungen. Zwei davon waren der Meinung, ja, macht Spaß. Wenn man dann richtig merkt, jetzt kann man mal so richtig Gas geben, weil nicht jeder Ball ist gleich. Das ist ja das, was ja in der Situation im Spiel ja vorkommt. Und das, was ja der Frag ja auch sagt, nicht jeder Ball ist ja gleich. Und hier muss ich mich auf unterschiedliche Gegebenheiten einlassen. Ich muss meine Laufwege überdenken. Und ich muss, sagen wir mal, mich auch gut zum Ball stellen, wie immer halt. Und als kleiner Nebeneffekt, ein bisschen Konditionstraining kann man da auch noch mit einbauen. Also wie gesagt, wenn ihr immer noch andere zwei noch probieren wollen, sehr gerne.